Antenne Vorarlberg. Hi, hier ist Vorarlberg-Reporter David Kieber. Ich melde mich aus Meiningen. Hier wohnt nämlich Dunja Dietl. Dunja, du übersetzt morgen die Angelobung vom Alexander Van der Bellen, vom Bundespräsidenten, auf Gebärdensprache. Ist ein großer Job. Bist schon aufgeregt? Ja, doch schon ein bisschen. Aber ich freue mich sehr, dass ich nach Wien fahren darf. Machst du so einen Job in dieser Größe das erste Mal? Also ich bin seit 6,5 Jahren Parlamentsdolmetscherin, also im Nationalrat und ab und zu auf größeren Kongressen, aber sowas Besonderes natürlich jetzt schon zum ersten Mal. Millionenpublikum, Mann, hast du da Angst, dass da ein Fehler unterläuft? Nicht wirklich, also es ist schon aufregend jetzt. Jetzt habe ich natürlich Lampenfieber, aber ich weiß, dass ich morgen dann im Setting das ausblend und dann nur für meine gehörlosen Kunden Dolmetsch. Gebärdensprache ist ja für Hörende ganz was Besonderes, ganz was Rätselhaftes. Ist es schwierig, das zu lernen? Eigentlich nicht. Also es braucht das erste Jahr, wo man sich umstellt vom Kanal her, statt Hören und Sprechen, eben das Sehen und das Gebärden. Und wenn es dann einen Klick gemacht hat nach dem Jahr zurückgehört, dann ist es genauso zu erlernen wie jede andere Fremdsprache auch. Könntest mir du einen Satz beibringen auf Gebärdensprache? Ja, gern. Und zwar, Antenne Vorarlberg wünscht Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen alles Gute. Antenne Vorarlberg. Vorarlberg. Wünscht. Ihnen. Herr. Bundespräsident. Präsident. Van der Bellen. Van der Bellen. Alles. Alles. Gute. Gute. Natürlich für den neuen Bundespräsidenten von uns jetzt der Gruß auf Gebärdensprache. Antenne Vorarlberg wünscht Ihnen, Herr Bundespräsident Van der Bellen, alles Gute. Antenne Vorarlberg!